Vergangenes Jahr hatten Ina Müller, 47, und Barbara Schöneberger, 39, durch die Show geführt. Die diesjährige Moderatorin Fischer, 28, sang zum Auftakt der Show den Robbie Williams-Hit, Let Me Entertain You. Später war sie mit Williams in einem Video zu sehen, als sie dem britischen Popstar den inzwischen neunten Echo als bester Künstler Rock, Pop National überreichte. Den Radio Echo erhielt der deutsche Grand Prix-Teilnehmer Roman Lob. Die Toten Hosen waren mit 7 Nominierungen ins Rennen gegangen, der Rapper Crow, der stets mit Pandamaske auftritt, mit 6. Max Rabe verleitete das zu einer tierischen Theorie, die besten Chancen habe man an diesem Abend, wenn man entweder aus Düsseldorf komme oder wenn man eine Pandamaske trage, die größte Chance hätte also eigentlich ein Bandai aus Düsseldorf.